Und weiter geht's. Heute am Mississippi eine neue Runde jagen gehen. Am besten hier mit dem guten Herrn Sundberg, den nehmen wir auch noch mit. Und wir nutzen viel Pistole und versuchen damit natürlich unsere Skills nach oben zu pushen. Und ich bin auch übelst gespannt, ob wir nicht auch ein paar Alligatoren kriegen. Mit dem Ballermann wäre doch nicht schlecht. Also erstmal los hier. Direkt Attacke Vollgas. Wir brauchen erstmal die passenden Klamottis. Das heißt, wir brauchen Caller, wir brauchen Munition. Und ja, dann geht's los. Und da gubbelt es schon los. Ja, ist das denn ein Ding? Das ist ja nett. Ich habe gerade hier die Ballermänner und alles ausgerüstet, beziehungsweise hier reingezogen. Ich habe mir gedacht, komm, Alter, wir nehmen uns einfach mal noch einen weiteren Ballermann mit, denn wir brauchen ja auch etwas fürs Vogelschrot sozusagen. Dementsprechend verschieben wir mal eben alles eine Stufe und hier nehmen wir noch die Magnifico, die 410 bzw. 45er Colt als Munition nehmen wir mit. Hier haben wir... Weißwedel ist auch hier. Ach krass. Da müssen wir uns ja sputen. So, erstmal schnell rein damit. Vogelschrot. Die dicke Muni, die lassen wir erstmal weg. Kriegen wir das Visier auch noch drauf? Kriegen wir auch noch drauf. Krass. Das heißt, wir könnten jetzt hier mit dem geilen Revolver und Vogelschrot, da werden wir wahrscheinlich ohne Scope rumhantieren, aber wir könnten auch zur Not mit dem Scope und Vogelschrot bis zu 75 Meter, ja, können wir auch rumhantieren. Also, legen wir los. Ich bin übelst gespannt. Da vorne rennt schon was. Da rennt schon die Weißwedel. Raus mit den Callern. Ich gehe da vorne erstmal in Deckung. So. Geruchsneutralisierer drauf. Und schnell in Deckung gehen. Der Oberbabbo hat uns schon gesehen wahrscheinlich. Ich glaube, ich gehe direkt noch ein bisschen weiter. Weil der Warnruf da vorne hat die bestimmt noch mal ein bisschen weiter weggejagt. Und bevor ich die jetzt bis hierhin wieder rankriege, versuche ich es einfach direkt da vorne im nächsten Gebüsch. Da vorne? Ja. Hier stehen sie rum. Eine kleine Gang. Eine kleine Gruppe. Dicke, fette Krokodilstränen regnet es hier. Und ich würde sagen, wir halten einfach mal mächtig drauf. Soll ich doch den Sundberg nehmen? 55 Meter. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Wir fangen hinten an. Ich komme gar nicht durch. Ich bin gar nicht durchgekommen, oder? Habe ich einen Holz getroffen? Was war denn ditte? Ach. Das ist ja ein Dingen. Hier standen sie? Nur ein Treffer? Aber liegt trotzdem. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Aber dafür, zum Glück, habe ich doch hier den guten Sundberg genommen. Denn dafür haben wir dann, auch wenn wir keine lebenswichtigen Organe getroffen haben, immerhin ein ordentliches Loch gemacht. Tja, das war aber wild. Ui, die Wirbelsäule. 55 Meter entfernt, 56 Meter. Ich war auf 50 genullt. Verrückt. Tja, der letzte Weißwedel hat immerhin noch dafür gereicht, Level abzukriegen. Das heißt, wir können einen Fertigkeitspunkt verteilen. Und den investieren wir natürlich liebend gerne hier im Lauerjäger auf, ja, hier Rang 2. Auf den ersten Blick ermöglicht dir Tiere zu entdecken, während du dich mit Waffen im Zielmodus befindest. Genau, das heißt, ich muss nicht immer noch jetzt auf das Fernglas wechseln, sondern wir könnten jetzt hiermit im Scope
die Tiere direkt markieren. Super hilfreich. Und da sind wir gar nicht weit gekommen. Und da gubbelt's auch schon. Das ist cool. Da, close. Komm jetzt hier, mit dem Vogelschrot. Jetzt habe ich ihn. Ich musste ein bisschen drüber aimen. Das ist ja witzig. Vogelschrot. Ich hoffe, ich habe ihn. Vogelschrot auf dem Truthahn. Aha. Und diesmal ist das hier kein Bär. Aber auch hier keine lebenswichtigen Organe getroffen. Nichtsdestotrotz, da ist er lang gewatschelt durch die Luft. Und da muss er hier auch irgendwo liegen. Da ist er, der Truthahn. Boah, ey. Der olle Truthahn. Da hat er ja nochmal richtig Gas gegeben. Das ist ja der Hammer. Alter. Was ein riesen Flattermann aber auch. Goldwertung Gubbelhuhnalden. Sensationeller Gubbel. Sehr, sehr geil. In Gold. Schön stramm hier lang marschiert. Und Rabauz. Alter, komplett durchzimmert. Aber ich glaube, gar nicht so richtig reingekommen, ne? Zum Teil, das ist ja krass. Der Otto, Alter, der ist jetzt... Geil, Goldwertung freut mich, sehr, sehr schön. Auf 58 Meter. Da ist, jetzt sieht man es nicht mehr. Der ist von hierhin, also ewig weit geflogen, ja. Alter, und hat kaum Blut verloren. Ob das so eine gute Idee ist hier? Der wäre doch vielleicht Kaliber 1 oder ja doch mit dem Kaliber 22. Pff, die Luftpistole vielleicht doch irgendwie ein bisschen besser. Ich werde das nochmal ein bisschen weiter testen. Mittlerweile, der Wind hier hat schon wieder ein bisschen gedreht. Ich orientiere mich wieder ein bisschen neu. Wir sind übrigens hier unten immer noch in diesem Bereich und hören hier gerade unsere nächste Chance. Brunftschrei, Truthahn. Jetzt haben wir hier vorne schon zwei Stück rumrennen. Und da hinten rechts hinter dem Busch, da rennt auch noch einer rum. Aber jetzt alles drei weibliche. Hatte ich nicht gerade hier noch einen männlichen? Und vor allem von der Entfernung her, gerade auf 75 Meter. Oh, da. Mit dem Schrot ist es halt auch ein bisschen tricky, ne? Da ist das Männliche. Da ist er, der männliche Gockel. Tja, wie komme ich denn da jetzt dran an die, ey? Und die hauen auch irgendwie ab. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Jetzt gockel ich hier rum. Das Erste, was kommt, ist hier von links außen. Der nächste Gockel. Was ist denn mit dem? Ja, Mann, ich komme ja schon. Ja. Die sind komplett am Eskalieren und die anderen da hinten, die machen gar nichts. Wie am Rumschnackern ist sie hier allen. Das ist ja krass. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, ich weiß. Wo sind sie denn hier, ey? Abgeht, Alter. Da ist er. Da hinten rennt er rum. Da. Oh, da ist sogar noch einer. Stufe 2, waren das zwei männliche vielleicht? Da hinten ist der andere. Ja, zwei männliche. Oh, 11 Kilo. Oh. Bis zu 11 Kilo, bis zu 9. Oh. Oh.
Den wollen wir hier. Oh. Ist da noch einer hinter? Oh, nice. Das wäre richtig geil. Jetzt mach mal keinen Scheiß hier vorne. Fünfzig Meter. Close. Truthahn-Massaker! Haha! Nicht dein Ernst! Auf einmal kommen die hier alle an! What the heck? Wieso? Ich werd weich, Alter! Ich werd ja weich! Abgefahren! Was eine Area hier. Ja, ich würde sagen, die ist erstmal truthahnmäßig komplett geklärt. Gucken wir mal rein, wa? Zack, Goldwertung. Direkt der nächste goldene Gubbelalden. Sensationell. Auf 16 Meter Rabons. Ja, da bleibt kein Truthahn trocken. Mitgenommen. Zack. Was hatten wir hier? Silberwertung. Alter, was da hier einen auf edel macht hier. Nice. Auch, Alter, auch er hier übelst komplett mitgenommen. Alter, was waren da 22 Treffer? Silberwertung. Dann kam er hier noch vorbei stolziert und hat sich gedacht, oh, wenn sie hier doch alle gerade abgeschossen werden, dann stürze ich mich doch einfach mal mit rein, wa? Rabauz. Komplett mitgenommen. 26 Treffer. Ehre. Jetzt bin ich ja gespannt. Ist das der Dicke? War das der mit 11 Kilo? Ne. Auch nur eine Silberwertung? Aber eskaliert hier so richtig stattlich, Alter. Der Gubbel, Alter. Aber so richtig stolz. Nice, ey. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. 24 Treffer. Rabams von der Seite. Wo ist der Große? War das schon der Große? Hab ich einen verpasst? Ist der weggeflattert? Ist der da hinten hingesprungen? War das vielleicht der Erste? Auf 50 Meter und in dem Moment springen die anderen auch noch rein. Goldwertung auch. Das war der Große. 4,6 ist Diamond. 4,4 hat er. Schade. Schöner Brocken. Der Dritte in Gold. Alter, guck mal, wie er hier am Leuchten ist, richtig. Aber richtig golden. Krass. Schönes Ding, ey. Ja, das ist natürlich ein schöner Start hier in Gubbelhausen. Das ist ja abgefahren, ey. Das ist ja auch hier wieder so ein Ding, ne? Da renne ich hier schon wieder hin. Sind das Ameisenkolonien oder sowas? Kann das sein?
Woher kommen denn solche komischen Gebilde? Kennt das einer? Schreibt mal unten rein, Alden. Ist das? Könnte das sein? Hast du sowas schon mal gesehen? Ich meine, das ist ja da in eine Mangroven da. Am Wasser ist das ja vermehrt, aber jetzt hier so mittendrin? Ich dachte immer, das sind irgendwie abgestorbene Holzstückchen oder was. Aber doch nicht so in der Vielzahl. Eigenartig. Gucke mal da. Schwarzbär Level 3. 62 Meter. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen da einfach mal entspannt. Ah, du, ah, Stufe 7. Ich würde sagen, wir lassen dem Herrn Sundberg heute mal wieder seinen Spaß. Einfach auch wegen der mächtigen Aufpilzung. Und wenn wir jetzt hier so stehen, 50 Meter schleichen wir uns hier gerade schön an, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Von hier aus in die Lungen rein. Beim Bär. Ja, so eine Art Mannstoppwirkung ist vielleicht nicht verkehrt. Bevor er uns wegsnackt. Ja. Ich kontrolliere gleich nochmal ein bisschen die Entfernung. Noch sitzt sie da, die Gundula. Und verdaut oder was auch immer sie da tut. Guckt irgendeine Serie, könnte auch sein. Wer hockt schon sonst da so, ne? Stundenlang. So, Ballermann raus, 30 Meter. Der Herr Sundberg darf mal wieder. 25 Meter können wir nullen. Siehst du, das ist halt das Geile. Jetzt kann ich markieren. Das ist super, ey. Und jetzt müssen wir gucken. Hier sind ungefähr die Schultern. Das ist die Schulterlinie. Und zwischen den Schultern ist das Herz. Komme ich wahrscheinlich eh nicht durch. Von daher versuchen wir weiter hinten, aber auf Lunge, ne? Puh. Mal einen hinterher oder nicht? Ich hätte direkt zweimal schießen können. Grundsätzlich wäre es ja noch okay. Zweimal direkt drauf wäre immer noch okay. Aber braucht man gar nicht. Der Sundberg, wenn der irgendwo hinhaut, bleibt echt nichts mehr trocken, Alter. Da liegt er schon direkt, der Teddybär. Das war eindeutig und mächtig. Silberwertung. Haben sie nicht an den Fellfarben sogar noch was gemacht? Silberwertung, weiblicher Schwarzbär. Und ja, wie angekündigt, schön rein in die Lunge. Und dadurch, dass es eben die große Munition ist, die Kaliber 4.5.4 mit auch noch der dicken, fetten Aufpilzung, ja, reißt das natürlich übelst die Löcher rein. Mitgenommen. Bären wären natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken, ich war vor einiger Zeit ja ein bisschen mehr hier auf der Map, habt ihr einmal komplett erkundet. Und auch da war ein Waldgebiet mit einigen Bären. Wäre nicht schlecht. Schritte. Da vorne ist der Bär. Und ich hab's noch gedacht, Alter. Ich hab's mir noch gedacht. Gerade schon eine Bärenspur trabend gesehen. Und ich hab mir gedacht, Alter, warum ist hier eine trabende Spur? Das kommt ja nur dann zustande, wenn hier ein Bär gerade aufgrund des Schusses auf die Bärin wegrennt. Und ich bin direkt straight hinterher. Es war leider bisher noch keine Losung, deswegen war ich mir nicht sicher, ist das jetzt frisch oder nicht. Hau ab, Gubbel, ich habe keine Zeit für dich. Aber es ist frisch und irgendwo hier rennt jetzt gerade der Bär rum. Gehend. Hat der das jetzt gekreuzt? Das ist doch gekreuzt. Der ist doch hier nach rechts ab, oder? Da waren auch noch Spuren.
Der fängt doch jetzt nicht an zu gehen, wo er mich gerade noch irgendwie fast noch gesehen hat. Der ist doch bestimmt hier abgebogen. Was ist ditte? Nee, das ist die Hinspur. Ich könnte mal anfangen zu callen. Schön mit dem Bärencaller. Den verfolgen wir mal ein bisschen. Ich habe immer noch keine Losung. Die Frage ist, da hinten sind die Spuren. Die Frage ist, ist er panisch? Haut er ab? Hä? Blutung gering? Was ist das für eine Spur? Hä? Von einem Gubbelhuhn? Alter, ist das wild. Jetzt will ich hier den Bären, jetzt rennt mir hier noch ein halbtotes Gubbelhuhn hier rum. Ist da vorne der Bär? Da vorne ist er. Das ist er doch. Yes, da ist er. Stufe 5. Schöner Brocken. Ich bin hier schön in Deckung. Perfekt, perfekt, perfekt. Wo ist er? Da kommt er. Alter, bis 165 Kilo. So ein Berg. Und jetzt close. Go, Brunner. Was war denn ditte? Da war noch einer, oder? Also auf die Range wird es langsam knapp, muss ich ja sagen. Bis so ein Teddy dann umfällt. Selbst mit dem Sundberg kann das dann doch ein bisschen dauern. Alter Falter, ey. Als ob der noch lebt. Alter, die haben die Felle überarbeitet, oder? Da ist noch einer. Silberwertung. Schwarzbär. Auch sehr, sehr geil. Nimmt man natürlich auch gerne mit. Bäm. Sehr schick. Nice. Und ja, frontal drauf. Lungenflügel. Aber auch das Herz wäre natürlich auch möglich. Ne? Ein saftiges Steak. Bisschen hier in diesem... Ja. An der Halskrause entlang orientieren. Ja. Ja. Okay. Nicht schlecht. Perfekt, ey. Ja, dann gehen wir da vorne auch nochmal hin. Ich calle allerdings auch nochmal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch einen Bären. Und da vorne ist sie. Und zwar eine kleine, nervöse. Nicht schlecht. Schwarzbärenweibchen. Noch mehr Schritte. Close. Das war nicht geplant. Und jetzt. Na komm. Nicht an den Bäumen. Nein, nein, nein. Okay, das war straight.
Bronzewertung. Ei, 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 ei. Aber auch direkt noch Lunge, Magen und so weiter alles mitgenommen. Krass, die Bären. Ganz schön krass, aber auch dafür ist der gute Herr Sundberg einfach zu mächtig, oder? Boah, ey, was für ein Massaker heute. Wir sind gar nicht so richtig weit gekommen. So viel Eskalation bei den Truthähnen, dann jetzt bei den Bären auch nochmal. Alter, richtig wild. Also auf der Map werden wir natürlich auch noch ein bisschen weiter Gas geben. Wenn das Ganze gefallen hat, gern einen Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Weidmannsheil.